Hallihallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zu Super Mario 3D World. So, leider an dieser Stelle nachkommentiert. Ja, ich musste ja ein bisschen was im Voraus aufnehmen. Und jetzt ist es tatsächlich irgendwie passiert. Irgendeine Datei hat es einfach nicht geschafft. Und das war leider hier die erste von Super Mario 3D World. Und deswegen müsst ihr jetzt einfach mit meinen professionellen nachkommentierten Kommentaren... Das klingt total bescheuert. Müsst ihr jetzt einfach leben. Und los geht es hier in dem 1000 Touchscreen-Pen-Dingern-Villa-Ding. Und hier muss ich wirklich sagen, ich habe mich voll gefreut. Ich habe die ganze Zeit gelacht. Es ist wirklich schade, dass gerade diese Datei kaputt ist. Denn ich habe die ganze Zeit so blöd vor mich hergekichert. Das glaubt ihr gar nicht. Und ja, hier habe ich einfach versucht, jetzt diesen hübschen... Ja, genau. Ich habe jetzt überall alles angetouched. Ja, da stand halt Touch und so, weißt du? Touch me if you can und so. Und deswegen habe ich wirklich alles angetouched, was es nur anzutouchen gab. Und es hat mir auch riesigen Spaß gemacht, muss ich ehrlich gestehen. Und, ja genau, was ich hier dran gelobt habe, war unter anderem der sehr coole chinesisch-japanisch angehauchte Stil hier mit diesem, mit dieser coolen Musik im Hintergrund. Also muss ich wirklich sagen, erinnerte mich doch sehr hier so an so ein Teehäuschen oder so. Außerdem habe ich darüber gelacht, wie besoffen ich hier meinen Boomerang werfe. Das war wirklich schlimm. Also ich habe überall hingeworfen, außer da, wo es hin sollte. Und ich habe mich gefreut, dass die Gäste hier Trinkgeld vergessen haben oder mir extra noch Trinkgeld zur Verfügung gestellt haben. Ah! Nachkommentiert ist es irgendwie lustig, wenn du dir denkst, spring doch, spring doch. Weil du weißt dann gar nicht, was du in dem Moment dachtest. Ich habe keine Ahnung, was ich dachte. Und dann in solchen Momenten denkst du dir nur so, mach doch, Kati, mach. So, das hattet ihr mir erzählt, das ist der Goomba, Gamba, Gimba, Gubbelubu. Ja, keine Ahnung, der Goomba-Anzug. Damit werde ich unbesiegbar. Unbesiegbar. Unbreakable. Nein, ich werde damit unbesiegbar und ja, kann mich einfach den... Daran hatte ich übrigens auch Spaß, weil ich die Inneneinrichtung oben abgerissen habe, falls man das eben gesehen hat. Nee, aber auf jeden Fall, jawohl. Seht ihr, ich aber irgendwie nicht so ganz unbesiegbar, denn sobald ich gegen den Gegner laufe und sowas passiert in meinem Falle schon mal zwischendurch immer mal wieder, wird man natürlich dann sofort wieder sichtbar, beziehungsweise die Typen sehen einen. Und meine kleine Spardose, so habe ich sie in dem Part getauft, das weiß ich noch, weil sie halt immer Geld hinterlässt und hat einen großen Mund, ne? Geht viel rein. Da kann ich auf jeden Fall dann mir das gönnen. Oh, cool. Ich lasse euch mal so ein bisschen die Musik genießen. Okay, jetzt wird's lustig, denn jetzt kommt meine Fail-Stelle hoch 10. Das wird jetzt noch ein paar Mal passieren, das kann ich jetzt schon versprechen. Ich wollte den Stern so ein bisschen kitzeln, damit er auch schon vorbereitet ist. Eigentlich war es voll der gute Plan, ne? So, und dann hätte ich nur noch hochlaufen müssen. Aber ich in meiner grenzdebilen Dummheit bin dann natürlich nochmal gesprungen, weggesprungen und dann... Dann geht Toad nämlich baden. Ja, das war leider ein bisschen failig, aber was soll's. Ich habe es jetzt nochmal probiert. Ihr möchtet nicht wissen, was ich jetzt alles getrieben habe. Denn die nächsten paar Minuten, das kann ich euch jetzt schon versprechen, werden ziemlich, ziemlich failig werden. Das habe ich noch ganz gut hingekriegt. Habe mich dann gewundert, wie ich da hinkommen soll. Mit dem Boomerang vielleicht. Aber nein, dann hatte ich dieses lustige Ding und dachte mir so, ja Mensch. Mehr als einmal kann er wohl in die Luft gehen. Pustekuchen kann er nämlich nicht. Er hat nur echt diesen einen Schuss, sage ich mal ganz blöd. Er kann echt nur einmal in die Luft gehen. Er kann sich nur einmal aufregen. Er kann nur einmal wirklich richtig aktiv werden. Und dann ist das auch schon wieder vorbei. Und ihr habt es gesehen. Ich rausche daran elegant vorbei an dem Stern. Das ist nicht mehr feierlich. Wollt mir dann so ein neues Päckchen holen. Und ja, da habe ich... Ich weiß nicht, was ich da getestet habe. Ich glaube, da kam ich noch nicht auf die Idee, dass ich das nur einmal machen kann. Seht ihr? Nein. Das war es definitiv auch nicht. Also es hat schon eine Zeit lang gedauert. Ich habe mich übelst gefreut währenddessen. Das ist so schade, dass gerade dieser Part einfach nicht richtig übernommen wurde. Gerade der hier, wo ich so viel gelacht habe, wo ich mich nicht mehr eingekriegt habe. Wo ich teilweise lachend auf dem Boden lag, weil ich so bescheuert war. So, jetzt... Seht ihr?
ne, im Kopf, du hast nur einmal dieses nach oben. Aber was macht die Kati? Runter. Da kommt nichts mehr. Ja, das war schon eine richtig dolle Nummer, muss ich sagen. Ich glaube, jetzt aber gleich, hoffentlich, habe ich es einmal getestet. Ja, jetzt habe ich es getestet, ob es wirklich so ist, dass wenn ich halt einmal darauf A drücke und dann in die Luft steige, ob ich das dann nochmal direkt danach machen kann. Da habe ich festgestellt, nein, das geht nicht. Also habe ich mich auf meine Widrigkeiten, auf meine wideren Umstände eingestellt und habe es dennoch falsch gemacht. Das ist so unfassbar, wenn man sich hierbei zuguckt. Ey, da musst du so mit dem Kopf schütteln. Das ist so peinlich. Genau, und dann kam der Loser-Tanuki-Anzug, ey. Das war noch am peinlichsten, ey. Dann kam wirklich dieses Kack-Ding, was mir beibringen wollte, wie man das Spiel richtig spielt. Aber ich habe mich geweigert. Und dann habe ich ihn endlich bekommen. Endlich habe ich es auch richtig hinbekommen. Ich habe wirklich das perfekte Mindestabstandsgesetz eingehalten und habe richtig schön hier da mein Gas gegeben und bin Gott sei Dank nicht nochmal irgendwie gestorben oder so. Dann hat mich das Ding ein bisschen irritiert, muss ich ehrlich gestehen. Aber dann bin ich einfach nochmal gesprungen und das hat auch völlig ausgereicht. Ja, und also, ich muss schon sagen, das war eine sehr lustige Sache. Ich war dann auch froh, dass ich dieses Ding los bin, musste mir aber direkt noch eins holen. Ich weiß auch nicht, wieso oder weshalb. Und dann habe ich die Steine geärgert. Und da die ganze Zeit wuschi, 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 wuschi gemacht. Wirklich ohne Scheiß. Ich habe die ganze Zeit mit den Steinen mich da so ein bisschen gefetzt und die ganze Zeit du, 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 du. Immer so kille, 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 kille. Ich weiß nicht, was da in dem Moment mit mir los war. Wieso, weshalb, warum? Ich wollte unter den Steinen auch nochmal suchen. Ja, ich habe den Stein begrapscht halt einfach, ne? Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz läuft bei mir. Und habe dann tatsächlich, versucht, da irgendwie noch ein Secret herauszugattern. Und dann war ich so froh, endlich der coole Boomerang-Anzug. Aber den konnte ich dann nicht einsetzen, während ich so eine komische Blechbüchse war. Während ich so komisches Flug-Hubschraub-Ding-Ding war. Keine Ahnung, wie man das nennt halt. Dieses Ding einfach. Und ich wollte natürlich gucken, Stempel, dritter Stern, eventuell hier in der Nähe. Aber nö, war beides nicht da. Deswegen konnte ich dann ganz entspannt da weitergehen. Der Typ da hinten, ne, der ist ganz locker und so, ne, der schmeißt da einfach regelmäßig so ein paar Sachen runter oder wartet einfach auf ein bisschen Gesellschaft. Wollte ihm die Gesellschaft leisten. Fand er nicht so toll. Und das war gemein hoch 10, ey. Da habe ich mich so geärgert. Ich habe die Bowser, weißt du, dieses komische Ding da, Glocken, Teil, Name fällt mir nicht ein. Es ist zu spät für einen solchen Namen. Gehirn ist auch nicht mehr ganz das Aktivste. Habe ich gedrückt und es kamen dann entweder Gegner, aber jetzt kam wieder München. Da habe ich mich gefreut. Da muss ich die Wände kitzeln. Und dann habe ich angefangen, die Viecher dort zu kitzeln. Das war so lustig. Und genau, und dann lief mir die Zeit ab. Das war noch am besten. Und ich war so fertig. Guck, dann habe ich nämlich angefangen, die Viecher da zu krabbeln. Und dadurch haben die dann immer ihre komischen Stöckchen oben verloren. Das war immer ganz lustig. Das war eigentlich voll fies, aber irgendwie war es auch ganz lustig. Und da hätte ich fast den Fehler meines Lebens begangen. Also abgesehen davon, dass ich sau langsam bin, wie man sehen kann. Also, ne, viel Zeit ist nicht mehr. Ich war dann so froh, endlich wieder meinen Boomerang zu haben, mit dem ich nicht treffen kann. Ja, dann muss ich wieder rumkitzeln in der Gegend. In der Hoffnung, dass da vielleicht noch was versteckt ist. Dann bin ich da fast reingerannt. Und dann habe ich immer noch gesehen, ey, guck mal da kann ich noch was aktivieren. Und dann, oh, schaffe ich das? Jawohl. Und direkt im ersten Anlauf ganz, ganz locker flockig gemacht. Nur irgendwie, glaube ich, fehlte mir bis hierhin tatsächlich der goldene Stempel. Also der Stempel fehlte mir in diesem Level. Den habe ich auch, glaube ich, nicht mehr nachgeholt. Den habe ich so, glaube ich, nicht gefunden gehabt. Ich hätte eine Vermutung, wo er wäre. Aber ich habe keine Ahnung. Deswegen wird er auf jeden Fall nachgeholt. Aber das mache ich dann natürlich wie immer offscreen. Und damit ist dieses Level auch beendet. Ich habe mich übelst gefreut über 153 Sterne, über eine goldene Flagge, über den verlorenen Stempel nun nicht. Aber ich habe ja auch, habe ich euch nicht erzählt, ich habe nämlich am Anfang dieses Part, ist, ach ja, Bulli-Prinz, habe ich einen Witz mit Michael Bulli Herbig gezogen. Weiß ich jetzt nicht mehr, aber war witzig, ich habe gelacht.
Das ist immer so cool, ne? Kann man jetzt einfach so erzählen, ja, yo, ich hab da einen Witz gemacht. Der war übelst lustig, Mann. So einen Witz, habt ihr noch nie gehört. Ja, und dann gab's hier gegen den Bullen. Und da wusste ich am Anfang überhaupt nicht, was ich machen sollte. Ich wollte den eigentlich nur weghaben und hab den dann in jede Richtung gedrängt, bis ich dann gecheckt habe, wie der funktioniert. Und zwar kommt der nämlich da unten als kleine Blechbüchse wieder raus. Das ist so süß. Das sieht so knuffig aus. Man macht den tatsächlich so ein bisschen fertig. Die Viecher hatte ich ja schon mal, ne? 2, 3 Level davor oder so. Da haben die mich ganz schön geärgert. Und guckt euch diese Skillfähigkeiten an. Den Boomerang gegen die Wand, damit der einmal abprallt und zur nächsten Seite, ne? Ganz klar, ganz locker. Ich habe übrigens auch bei dem Level davor, was ich im letzten Part als letztes gemacht habe, glaube ich, da habe ich den letzten Stern geholt. Der hat sich tatsächlich dort hinten bei dem Floß befunden, falls ihr euch noch daran erinnert. Da habe ich ja gesagt, da ist er wahrscheinlich bei dem Floß und da war er auch dann tatsächlich. Habe ich auch gesehen, nachdem ich dann nochmal die Kameraperspektive ein bisschen verändert habe und ups, geht der Michael Bulli Herbig auch down. Keine Herausforderung, alles locker flockig hier mit Luigi geschafft. Tatsächlich ist Luigi gerade so ein bisschen mein Best Player irgendwie unter den ganzen kleinen Schnuffis. Denn ja, Peach hat mir später noch Kopfzerbrechen bereitet, aber das seht ihr erst in 2 Parts. Ich glaube, in 2 Parts seht ihr das erst, wie Peach mir noch Kopfzerbrechen bereitet hat. Das war wirklich nicht mehr feierlich. Da habe ich auch geflucht mal wieder. Aber das ist, glaube ich, auch in der Aufnahme mit drin. Die Aufnahme sollte nicht verkackt sein. Von daher alles super. Und ich habe mich so gefreut, endlich mal wieder so ein Toadhaus. Dachte mir so, ja! Und dann so, nein, es ist nur der Stempel. Dachte mir so, ach, scheiß doch auf die Feen, Mann. Wer braucht denn die Feen, verdammte Axt? Aber gut, hat mich natürlich gefreut. Dann habe ich meinen kleinen Pilz noch ausgespuckt, weil ich den nicht mehr mochte. Aber habe ihn dann doch wieder mitgenommen. Ich hätte mich eigentlich so über einen Katzenanzug gefreut oder Tanuki oder irgendwie sowas. Aber sollte halt nicht sein. Und deswegen, das ist ein schöner Ausblick, oder? Genialer Ausblick, muss ich einfach sagen. Und vor allem diese Regenbogenbrücke, oh, die ist so herzallerliebst. Und jetzt geht es im Sturm auf die Kugelwilli-Festung. Und die, kann ich jetzt schon verraten, habe ich mit Mario gespielt. Oh, habe ich da am Anfang eine Grütze zusammengegrützt. Also tatsächlich dachte ich mir so, hey, guck mal, da ist was. Da ist was, da wird bestimmt ein Stern sein. So, erstmal hochgegangen und bäm. Schon mal direkt in den ersten 2 Sekunden des Levels schon mal ein Tod. Aber hey, was soll's, ne? Man ist ja, man lernt ja nie aus, ne? Das ist immer so mein Hauptmotto. Und dann habe ich es nochmal versucht. Und ich glaube, auch jetzt wurde es nicht besser. Ja. Aber ich habe es noch überlebt. Ich glaube, ich bin da nur einmal gestorben, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe dann nämlich hier gedacht, ey, komm, du bist jetzt eine ganz Schlaue. Und zwar lässt sich jetzt einfach an der Wand runter. Das hat niemand von dir erwartet. Niemand ahnt es. Und damit hast du alles gegeben. Und dann dachte ich mir so, was? Ich bin einmal gestorben für die Münzen. Ernsthaft? Und dann Rätsel raten. Welchen Anzug bekomme ich in diesem Level? Und ich habe sogar richtig geraten, ohne dass ich mich selbst loben möchte. Aber ich habe gewusst, dass es den Katzenanzug gibt. Ich war ganz stolz auf mich. Ich habe mich voll gefreut dann in dem Moment. Ich so, hey, wollen wir gemeinsam raten, was für ein Anzug in diesem Level jetzt hier kommen wird? Ich sag Katzenanzug. Und dann, oh, der Katzenanzug. Ja, kleine Story. Ne? No, ja. Story of my life. Total spannend, oder? Nee, ist aber echt, ist echt ein bisschen komisch, das nachzukommentieren, weil es tatsächlich, ja genau, dann habe ich den Busch so ein bisschen angefaucht und da reingepieselt nebenbei, weil der Busch hat sich bewegt. Ich fand bewegende Büsche, fand ich ein bisschen suspekt. Nee, aber tatsächlich ist es ein bisschen schade, sowas nachzukommentieren, weil einfach in diesen Leveln so viel Situationskomik drin ist für mich, gerade für mich, weil ich ja so verplant bin einfach und dann so eine Grütze teilweise zusammenspiele, das ist nicht mehr feierlich. Da war ich dann auch enttäuscht, ne? So viel Aufwand immer wegen so ein paar läppigen Münzen, das ist einfach nur... Bäh. Nee, aber auf jeden Fall, also, ja, die Pflanzen da, die bewegt sich irgendwie alles, keine Ahnung wieso. Und deswegen, das ist ein bisschen schwierig, aber die anderen Parts sind, denke ich,
nicht kaputt. Ist halt schade, ne? Man hat halt auch leider nicht die Zeit, um das dann nochmal nachzuspielen für euch, weil man, wie gesagt, dann auch nicht da ist die nächsten Tage über und deswegen muss euch das dann genügen und hier war ich dann verwirrt. Irgendwie, da ging es einmal hoch, da ging es irgendwie ging es überall einmal lang. Ich dachte mir nur so, hä? Was machen wir jetzt? Wo sind wir jetzt? Da ging es dann weiter, da war ich mir dann sicher. Also ging es nochmal zurück, um vielleicht mal den ersten grünen Stern, den ich vielleicht auch schon übersehen habe, dann irgendwie mal einzusammeln. Da hat mich dann meine Zerstörungswut gepackt und den wollte ich dann nicht. Den habe ich dann gehen lassen. Ich habe ihn in die Freiheit entlassen. Einfach nur, weil ich um einiges zufriedener war mit meinem Katzenanzug. Und tatsächlich, da war dann auch der erste Stern plus ein kleiner Zeitbonus von 10 Sekündchen. Und dann bin ich da weg und dann dachte ich mir so, nein, da war noch irgendwas Episches. Irgendetwas glitzerte dort oben und es war nur der blöde Pilz, der Aufmerksamkeit wollte. Ja, passiert halt manchmal. Wie ich einfach mal erstmal auf die Dame raufspringe. Einfach so gar nichts fragen, so hey, wo geht's denn hier vielleicht lang oder so. Nö, nö, meine Begrüßungen sind einfach ein paar Kopfnüsse, ein paar schöne Sprünge auf den Kopf. Das macht man so in Berlin, das ist ganz normal hier. Einfach jemanden auf den Kopf springen und dann sagen, jo, und wie geht's dir so, was machst du so? Und da war dann der zweite Stern versteckt. Ich finde ja, die Level sind wirklich toll. Also, ich kannte ja, wie gesagt, die erste Welt und die zweite. Bei der dritten wurde es dann schon neu. Also ein paar Welten von der dritten kannte ich, glaube ich, auch noch. Aber so wirklich dann tatsächlich ja, vierte war komplett neu, fünfte auch, sechste sowieso. Also es sind tolle Level, muss ich sagen. Es macht auch riesig Spaß, die zu spielen. Weil, ich weiß nicht, also allein mir macht es ja schon Spaß wegen dem Katzenanzug, feiere ich ja total. Bin ja absoluter Fan von oder Faninnen, wie ihr das auch immer haben möchtet. Genau, da hat mich das Ding getrollt. Das Leben wollte mich trollen. Oh, das müsste ein weiser Spruch in irgendeinem Buch sein. Das Leben, das mich trollte. Aber es war nur ein Level-Up, von daher ist das noch okay. So, dann habe ich erstmal ein bisschen Zeit da oben verplempern. Allgemein bin ich ziemlich langsam gewesen im heutigen Part. Also ich hatte so wirklich davor auch noch Glück gehabt, dass ich den Stern noch bekommen hatte und den Level davor, da habe ich auch sowas von gekreischt, weil ich hatte da nur noch ein paar wenige Sekunden und ich fange da an zu kreischen, so, ah, ich schaffe es nicht und nein, wir werden alle sterben und so. Ja, war ein bisschen peinlich, aber habt ihr jetzt Gott sei Dank nicht mitbekommen. So habt ihr nur die coole gelassene Karte mitbekommen, die sagt, yo, locker. Locker flockig aus dem Handgelenk, meine lieben Freunde. Oder bin ich aus Versehen auf die Bombe? Ich dachte, jetzt ist alles vorbei. Aber sie hat Erbarmen gehabt mit mir tatsächlich. Nochmal einen kleinen Zeitbonus eingesammelt. Und nochmal richtig schön, richtig dolle hier nochmal ein paar Münzen. Also, ich weiß zwar nicht, wofür ich all die Münzen brauche, aber ne, ihr wisst ja, ich habe ja gern so ein paar Level-Ups. Ah nee, oder war das hier mit der Zeit? Ich glaube, hier war das auch mit der Zeit. Hier wurde es nämlich ganz, ganz doll knapp, da ich ja immer so langsam bin tatsächlich und immer so voll entspannt, so hey, und da könnte was sein und da in der Ecke könnte ein Münzchen sein und gucke. Und dann war ich hier nämlich verwirrt, weil ich hatte ja von unten den Anfang von hier oben gesehen, aber das habe ich nicht begriffen. Und dann sind es nur noch 99 Sekunden, ich verliere meinen Katzenanzug, ich raste voll aus. Und auf einmal, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ohne Witz, so war das dann auf einmal wirklich. Also ich war dann richtig, richtig fertig mit der Welt, mit mir und der Welt wohlgemerkt. Und dann, ne, dann auf einmal, ey, scheiße, ich bin oben angekommen. Okay, cool, ich habe den Stempel noch gefunden, geil, aber wo ist der dritte Stern? Wo ist verdammt nochmal der dritte Stern? Da hinten ist das Ziel. Und ich hatte ja den dritten Stern mit dem kleinen, süßen Feenprinzessinnen-Ding gesehen. Da hatte ich ja den dritten Stern hier irgendwo gesehen. Da sag ich mir so, verdammte Axt, du hast doch 5 Sekunden. Da ist der dritte Stern. Nein! Und dann versuche ich hier erstmal gegen die Strömung sozusagen zu gewinnen und da hochzukrabbeln. Und jetzt war ich wirklich voll in Panik. Also ich war wirklich megamäßig in Panik. Ich war sowas von in Panik, das glaubt ihr gar nicht. Weil ich bin jetzt runtergefallen. Ich versuche ja gerade die Panik ein bisschen nachzuahmen, sodass ihr wisst, ne? Weil es sind 24 Sekunden, schaut auf die Uhr. Nachher sind nur noch wenige Sekunden übrig. Und ich muss es noch ganz nach oben auf die Fahnenspitze schaffen. Scheiß drauf, auf da oben hoch. Ich bin eine Katze, ich kann die Leiter hoch. Und wir schaffen es in den letzten 11 Sekunden. Oh Gott, ich glaube, so knapp war es noch nie. Oh Gott.
Da war ich hinterher total im Arsch. Also, das war wirklich megamäßig knapp. Und das, meine lieben Freunde, war der Part für diesen Tag. Ich hoffe, trotz der Nachkommentierung hattet ihr Spaß. Und wir sehen uns dann morgen direkt wieder. Nicht nachkommentiert, sondern ganz regulär. Ich freue mich natürlich, wenn du dann wieder mit dabei bist und verabschiede mich jetzt an dieser Stelle. Bye, bye.